Wartet, ich muss euch um einen Gefallen bitten. Während des Marsches hierher stießen wir am Ostrand des Waldes auf Kreuzritter. Während des Kampfes habe ich ein Amulett verloren. Wir waren gezwungen, uns zurückzuziehen und ich habe es seither nicht geschafft, zurückzukehren. Solltet ihr auf euren Reisen auf dieses Amulett stoßen, würde ich seine Rückkehr sehr begrüßen. Es ist für mich von großem Wert. Warum sucht ihr es nicht selbst? Der Herr der Schlachten verlangt, dass ich bei den Soldaten bleibe, um sie zu heilen und vorzubereiten. Ich kann keine Zeit für eine Mission erbringen, die nur mich betrifft. Ist das Amulett magisch? Magisch? Nein, nichts dergleichen. Es ist ein Andenken und eigentlich ein Wert für irgendjemanden, außer für mich selbst. Was ist euch die Wiederbeschaffung dieses Amuletts wert? Es ist jede Belohnung wert, die ich erübrigen kann und meine Freundschaft noch dazu. Dann werde ich die Augen offen halten. Wie sieht es aus? Es ist aus Holz, handgeschnitzt und mit dem Symbol von Tempus verziert. Ich bezweifle, dass ihr ein zweites wie dieses finden werdet, da es meine Mutter vor meinem Eintritt in die Priesterschaft angefertigt hat. Ich befürchte, es ist mir immer verloren, aber wir werden sehen. Es gibt noch Hoffnung. Ich kann nach Misas Amulett in den Wäldern in der Nähe des Koalitionslagers suchen. Mhm. Wie kann ich helfen? Oh, und da war Leck. Wie ihr wünscht. What? Oh, hello. Excuse me, I've got to go. Was, hallo, entschuldigt mich, ich muss jetzt gehen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Breno hier. Wohin genau geht ihr? Wer seid ihr? Wie ist euer Name genommen? Dann geht, ich habe Besseres zu tun, als mit euch zu sprechen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Yes, yes, you are, aren't you? That's fantastic. Well, if you'll excuse me. Ja, das seid ihr, nicht wahr? Das ist fantastisch. Nun, ich muss. Nun, wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Also, ich glaube, er ist auch ein neuer Companion. Ich glaube, ich habe euren Namen nicht ganz verstanden. Ich kann sehen, dass ihr im Moment viel um die Ohren habt. Ich lasse euch dann mal in Ruhe. Ihr scheint einem Gespräch mit mir ausweichen zu wollen, Freund. Habe ich euch in irgendeiner Weise beleidigt? Das würde ich lieben gern, sobald ihr mir euren Namen verraten habt. Was schön ist genommen. Nehmen wir mal die drei. No, not at all. I'm just... Hello, I'm Glint. Glint Three-Eyes Gardener Sunson. How are you? Mich beleidigt? Nein, überhaupt nicht. Ich bin nur... Hallo, ich bin Glint Drei-Augen Gardener Sunson. Wie geht es euch? Gut genug, was tut ihr hier, Glint Gardener Sunson? Bevor ihr versucht, die Frage auszuweichen, bitte wisst, diese Unterhaltung wird erst dann enden, wenn ich eine zufriedenstellende Antwort erhalten habe. Ganz gut, danke der Nachfrage. Und euch? Drei Augen? Was genau tut ihr, Glint? Es gibt nicht allzu viele Gnome, die freiwillig einer militärischen Expedition beitreten. Es wird mir besser gehen, sobald ich weiß, was ihr im Schilde führt. Leugnet es nicht, mit euch stimmt etwas nicht, das kann ich spüren. Drei Augen? Ah, yes. Yes, an old nickname. That's how many eyes Mom said she had to keep on me to make sure I stayed out of trouble. Turns out she really needed four eyes, but that... That's a long story. Ah, ja, ein alter Spitzname. Das ist, was meine Mutter sagte, wie viele Augen sie bräuchte, um auf mich aufzupassen, dass ich nicht in Schwierigkeiten gerate. Es stellte sich heraus, sie hätte eigentlich vier Augen gebraucht, aber das ist eine lange Geschichte. Eine Geschichte, die ich zu hören wirklich interessiert wäre, wenn ihr sie denn mit mir teilen würdet. Ob ihr mich wohl eine Weile begleiten wollt? Ihr klingt genau wie jemand, den ich in meiner Gesellschaft haben wollen würde. Ihr solltet euch mir anschließen. Interessiert mich nicht. Verschwindet. Nehmen wir mal das Erste. Yes. Join you. I can do that. Ah ja, in Ordnung. Ja, mich euch anschließen, das kann ich tun. So, Glint ist Kleriker-Dieb. Gürtel des gerissenen Diebes. Schlösser öffnen, Fallen finden. Und einfach eine Lederrüstung plus 2. Ein paar Tränke und so. Ja. Netter Typ. Stimmt eigentlich. Könnten wir Düner hier eine Tatsche geben? Nein. Glint hat eine Stufenerhöhung. Also ja, ich werde ihn wahrscheinlich nicht behalten. ETW reduziert, zusätzlicher Priesterzauber und ja, Punkte hier. Auch wenn er ein interessanter Kerl zu sein scheint.
habe ich ja eigentlich jemand anderen im Sinn. Seid gegrüßt, mein Freund. Wie fühlt ihr euch heute? Gut, danke. Freut mich zu hören. Viele verlassen sich darauf, dass ihr euch um die Sache mit Keller kümmert, so wie ihr es mit Sarimok getan habt. Ja, das kennen wir alle schon. Oi, Hiro! I'll have words with you. Hey, da, Held, ich muss ein paar Worte mit euch wechseln. Was kann ich für euch denn tun, Meister Hammerlust? Habt ihr an bestimmte Worte gedacht oder sollen wir sie einfach zufällig auswählen? Wasser, Xylophon, Dämmerung. Oh, das ist ein schönes Wort. Nein, das werdet ihr nicht. Was kann ich für euch tun? Ihr habt meine verdammte Waffe gestohlen. Gebt sie zurück oder ich schwöre bei Abathur, ich werde euch aufschlitzen von Kopf bis Fuß. Baikonia is your own person, Durgar. Thou hast no claim upon her. Baikonia ist eine freie Frau, Durgar. Ihr habt keinen Anspruch auf sie. Zu den Höllen damit. Ohne mich wäre sie nicht mal hier. Ihr könnt hier nicht einfach antatzen und sie mir vor der Nase wegschnappen. Ohne mich habt mich auch nur um Erlaubnis zu fragen. I want nothing more to do with you. Verschwindet, ich will nichts mit euch zu tun haben. Und weg ist er. Cap set. Watches too. We've been marching hard, covered a lot of ground, but we've still a ways to go. Everyone could use a rest, yourself included. Tonight might be the last full night's sleep we get. We'll be in Crusader territory after we cross the bridge. Das Lager steht, die Wachen sind aufgestellt. Wir sind stramm marschiert und haben eine gute Strecke zurückgelegt. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Wir können alle eine Pause vertragen, auch ihr. Heute bekommen wir vielleicht unsere letzte Nacht voll Schlaf. Wenn wir die Brücke überqueren, sind wir im Gebiet der Kreuzritter. Ruht euch aus, wenn ihr wollt. Ich gehe schon mal etwas vor. Ich möchte keine Überraschung erleben, bevor wir den Windlauf überqueren. Eine Nacht voll Schlaf, das ist eine Mikrobelohnung für eine lange Reise. Die Flamme der Faust kann mehr bewältigen als das. Wir sollten weitergehen, bis wir die Burg Drachenspeer erreichen. Dann nehmen wir mal die 1. Darf ich euch begleiten? In der Stadt komme ich besser zurecht als im Wald, aber vielleicht kann ich helfen und dabei noch ein paar Sachen dazu lernen. Benzel kann sich um das Lager kümmern. Ja, kommt mit. Jemand mit euren Fähigkeiten kann ich an meiner Seite gut gebrauchen. Ich schätze, ich könnte euch mitnehmen, aber ihr müsst selbst auf euch aufpassen. Ist das ein Problem? Ist das eine Forderung oder ein Befehl? Ich muss mich schnell und leise fortbewegen und ihr könnt beides nicht. Dann kommt mit. Nun gut, Tagebucheintrag, Shay Corwin. So, dann entfernen wir bei ihn. Ja. Und fertig. So, Corwin, was bist du eigentlich? Ein Bogenschütze. Das heißt, du kommst eigentlich mit zwei Waffen. Mit Langbogen und Hellebarde. Okay. Bogenschütze. Was ist das für eine Klasse? Eine recht interessante Klasse, muss ich sagen. Corvins Bogen plus 1 ist auch ziemlich gut. Lassen wir sie mal so ausgerüstet, aber waffenmäßig. Wäre Baldurans Schwert vielleicht nicht schlecht. Schwert des Untergangs ist ein Zweihänder. Lieber andersrum. So, Corvins Rüstung, aber Ringe und so. Bewegungstempo plus 1, Rüstungsklasse, ist gar nicht mal schlecht. Wer hätte öffnen? Was hätten wir denn?
Nö, der ist nicht so besonders. Baldurans Helm können wir ihr auf jeden Fall geben. Was für eine Rüstungsklasse hat sie? 1. Machen wir erstmal ein Level ab bei ihr. Priesterzauber, sie ist eine Waldläuferin eigentlich, wenn ich es mir so recht ansehe. Also Bogenschütze ist eine Unterklasse von Waldläufer. Kann den Nahkampf nur ein, kann nicht die Fähigkeit Tiere bezaubert einsetzen, aber kann gut schießen. Na, dann nehmen wir sie mal einfach mit. Yes, yes. You want me to leave? Seriously? We were having such a good time together. Wenn ihr wollt, dass ich gehe, ernsthaft, wir hatten so eine schöne Zeit zusammen. Ich fürchte, hier trennen sich unsere Wege. Zumindest für den Augenblick. Bleibt hier, ich komme später und hole euch ab. Still herumzusitzen liegt zwar nicht wirklich in meiner Natur, aber da ihr es so wollt, werde ich mein Bestes geben. Macht's gut, fürs Erste und später. Und immer, ich weiß nicht, warum ich fürs Erste gesagt habe. Das war wirklich unnötig, richtig? Macht's gut. So. Also ja, was können wir Corwin noch geben? Amulett des Schutzes. Also ja, wir könnten die ganzen Sachen verkaufen. Das verlorene Geschenk. Geben wir ihr mal das Ding. Hatten wir nicht noch irgendeinen Ring? Nicht wirklich. Da kriegt sie den Prinzenring. Und den kann sie nicht tragen. Nein. Mist. Auch gut. Nee, der kann hier hin. Hier hin. Sie trägt einfach nur den Helm. Okay, dann können wir den austauschen. Was haben wir denn noch so? ETW und Schaden. ETW. Eigentlich sollte ich ihr wirklich die anderen Handschuhe geben. Die Geschicklichkeitshandschuhe. Die trägt gerade, glaube ich, er, ja. Oder hat sie schon Geschicklichkeit von... Nein, sie hat noch keine Geschicklichkeit von 16. Aber irgendwas erhöht schon ihre Geschicklichkeit. Was erhöht deine Geschicklichkeit? Wird die durch die Klasse erhöht? Nee. Ja, der erhöht die Geschicklichkeit, auch wenn ich es nicht. Ach so, da Geschicklichkeit plus 1. Dann machen wir folgendes: Safana. So, da trifft sie richtig gut. Du kriegst das Ding. Safana kriegt die hier. So. Fürs Erste. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wir brauchen ein schluckstarkes Rögenbier. Sucht ihr nach einem Ort, um euch auszureden? Hält, ich kann euch ein schönes Bett in einem dieser Zelte für euch finden.
Was macht ihr hier? Ich unterstütze den Quartiermeister bei der ungemäßen Verteilung der Lagervorräte. Ich kümmere mich um Zelte, Schlafsäcke, Decken und dergleichen. Soll ich euch einen Platz zum Schlafen suchen? Im Augenblick noch nicht. Lasst es mich wissen, wenn ihr einen Ort zum Schlafen braucht. Mhm. Oh, ein Heiltrank. Und ein Heldentrank für Minsk.